Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. Ich begrüße Sie vom neuen Markt in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Und an meiner Seite ist Hagen Reinhold, hier in Mecklenburg-Vorpommern kein Unbekannter. Er ist Bundestagsabgeordneter für die FDP und hat eine Legislaturperiode jetzt von 4 Jahren hinter sich im Deutschen Bundestag. Herr Reinhold, wenn man jetzt mal Bilanz zieht, was haben Sie erreicht? Was haben Sie für Mecklenburg-Vorpommern erreicht? FDP ist ja, wenn man so will, eine unternehmerfreundliche Partei. Dann natürlich auch, Sie sind selbst Unternehmer auch, kommen aus Barth, wenn ich das richtig gelesen habe. Und haben im Bundestag aus der Opposition herausgewirkt. Kann man da was erreichen? Also erstmal sind wir als FDP für alle die interessant und da, die aus ihrem Leben was machen wollen, die selbst ihr Leben in die Hand nehmen, die selbst gestalten wollen, die vorankommen wollen. Das sind nicht nur Unternehmer, das sind die wenigsten bei uns, sondern Leute, die ihr Leben selbst gestalten wollen. Ja, man kann was gestalten. Frage ich gleich mal kritisch nach, Herr Reinhold. Ja. Und zwar, was geschieht mit denen, die ihr Leben nicht sozusagen selbstverantwortlich und selbstkritisch und natürlich unternehmerisch gestalten wollen? Ja, dafür sind wir durchdringt die FDP das Wesen der sozialen Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft ist eben die Starken stützen die Schwachen und dafür steht die FDP, aber dafür braucht es ein gesundes Fundament und das wollen wir natürlich sicherstellen. So, jetzt war Ihre Frage, was kann man erreichen, auch als Oppositionspolitiker? Ich glaube, wir haben diese Legislatur, Gott sei Dank, da es ein paar Initiativen gab, die durch den Bundesrat mussten, wo wir als FDP mit drin sitzen, aber auch die eine Änderung des Grundgesetzes brauchten und da braucht es eine große Zweidrittelmehrheit, wo die FDP gefragt war, wo wir uns schon einbringen konnten. Zum Beispiel Kooperationsverbot. Das heißt, wir sehen Bildung als eine gesamtstaatliche Aufgabe. Eine Aufgabe von Bund, Länder und Kommunen und nicht ausschließlich der Länder. Deshalb war es uns so wichtig, dass der Bund finanzieren kann in die Schulen. Der Digitalpakt Schule, fast 7 Milliarden Euro. Wir haben dafür gesorgt, dass es nicht nur um Tablets geht, nicht nur um Ausstattung geht, sondern auch um die Software, um die Ausbildung der Lehrer, um die Anzahl der IT-Fachleute in den Schulen. Das haben wir durchgesetzt und ich finde, das ist schon ein großer Erfolg gewesen. Machen Sie sich da als Bundestagsabgeordneter nicht ein bisschen einfacher, wenn Sie die Perspektive wechseln dann auf Landesebene, dort würden Sie dann wieder sagen, okay, nee, diese Trennung muss durchaus sein. Nein. Also tatsächlich, dieses System, im Wettstreit zu stehen mit Bayern, ist doch total widersinnig. Wir stehen nicht mehr im Wettbewerb zwischen den Bundesländern, wir stehen im Wettbewerb mit den europäischen Nachbarn, mit den Ländern auf dieser Welt. Und deshalb muss unser System in der Bildung auch völlig umgestellt werden. Wir brauchen nicht mehr 16 verschiedene Bildungssysteme. Zentral vergleichbare Abschlüsse bei mittlerer Reife und Abitur, viel mehr Eigenverantwortung in die Schulen, viel mehr finanzielle Ausstattung. Die FDP will 1 Prozentpunkt mehr von der Mehrwertsteuer, 2,5 Milliarden vom Bund aus in die Schulen schicken jedes Jahr, weil wir wissen, dass es finanzielle Ausstattung bedarf, damit man die weltbeste Bildung machen kann. Das ist unser Ansatz im Land und im Bund. Das ist eine ganz klare Aussage, da können wir auch gleich überleiten. Mit dieser Aussage zur Bildungspolitik natürlich, wenn Sie jetzt in Regierungsverantwortung kommen, daran könnten wir Sie dann auch messen in den nächsten 4 Jahren, falls wir in 4 Jahren wieder hier stehen. Mit Sicherheit können Sie das, weil wir tatsächlich sehen, das Fundament für unsere Gesellschaft, für unser Deutschland, wir sind nicht auf Rohstoffe gebettet wie andere Länder. Was wir haben, sind unsere Köpfe, unsere Kinder. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bildung voranbringen. Nicht nur, weil wir eine gute Ausbildung zum Start ins Berufsleben brauchen, sondern wir sehen doch, dass durch diesen Transformationsprozess sich Berufsbilder immer schneller ändern. Wir brauchen ja lebenslanges Lernen und es muss viel mehr in Bildung investiert werden. Nicht nur am Anfang einer Laufbahn eines Menschen, sondern über die ganze Berufszeit hinaus. Und das wollen wir als Liberale fördern. Das kostet Geld, das ist uns bewusst, aber es ist eine gute Investition. Jeder Euro, den wir in die Berufsausbildung, in die Bildung der Menschen stecken, den brauchen wir später, nicht beim Reparieren, wenn es am Ende des Lebens vielleicht für die Rente nicht reicht. Der Erfolg der Bundesrepublik basiert ja sozusagen auch auf dem, was Wirtschaft leistet, also auch die private Wirtschaft. Sie sagen natürlich, private Wirtschaft muss natürlich auch unterstützt werden, muss natürlich bei dem, was sie machen, auch natürlich wirklich einen Hintergrund haben aus der Politik heraus. Ist das nicht manchmal auch zu einseitig? Nein, überhaupt nicht. Ich nenne Ihnen mal ein gutes Beispiel, weil eins der großen Ziele, was natürlich jetzt vor uns liegt, ist der Umbau unseres Wirtschaftssystems, aber auch der Gesellschaft, unserer Gebäude hin zu einer klimagerechteren Umgebung. Wir wollen das Pariser Klimaziel genauso wie die anderen Parteien einhalten, wie fast alle anderen Parteien einhalten. Was ist dafür nötig? Es gibt jetzt schon Zahlen. CO2-neutrales Deutschland bedeutet bis 2045 mindestens 2.500 Milliarden Euro Investitionen in Mobilität, in Gebäude, in den Umbau der Wirtschaft. Das kann der Staat ja gar nicht leisten. Woher soll das Geld denn kommen? Selbst wenn der Staat das leistet, ist es Geld der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen. Wir brauchen ein solides wirtschaftliches Fundament, damit wir diesen Kraftakt schaffen. Und deshalb ist uns Liberale so sehr daran gelegen, nicht zu versprechen, was wir alles als Staat machen, sondern erstmal ein gesundes wirtschaftliches Fundament aufzubauen. Ja. Wir haben ja hier eine ganz
ganz klare Perspektive und diese Perspektive heißt Mecklenburg-Vorpommern. Da haben wir auch ein spannendes Thema, Werften zum Beispiel. Die Bundesregierung, auch die Landesregierung hat versprochen, die Werften natürlich auch nach einer Bundestagswahl, auch nach einer Landtagswahl weiter zu unterstützen. Sehen Sie das kritisch? Die Unterstützung hätte ich mir ehrlich gesagt anders gewünscht. Ich bin auch dafür, dass wir den industriellen Kern, das Herzstück in Mecklenburg-Vorpommern, die maritime Wirtschaft behalten. Aber das kann man nicht machen, indem man ein Unternehmen, was keine Zukunft hat, Geld gibt. Das ist mein Vorwurf. Wer zukunftsfähig investieren will in Mecklenburg-Vorpommern, wer wirklich Interesse hat, die maritime Wirtschaft zu retten, der hätte schauen müssen, welchen Plan B und C gibt es überhaupt. Ist Genting der einzige, mit dem wir das erreichen können? Wir als Liberale haben einen Antrag gestellt, das ist übrigens auch Wirken von Opposition, und haben gesagt, alle Beschaffungsmaßnahmen des Bundes, viele Milliarden Euro müssen jetzt an die Werften als Aufträge raus. Kurz danach hat die Große Koalition übernommen, einen eigenen Antrag geschrieben, der ist dann durchgegangen. Also so wirkt Opposition auch. Und das kennt man im Mecklenburg-Vorpommern, hätten das Aufträge werden können. Egal, ob sie Polarstern 2 ist, ein Forschungsschiff, über 700 Millionen Euro hätten das sein können. Aber dann brauchst du eine Firma, die auf dem Forschungsschiff bauen will. Und das ist Genting ja gar nicht. Der Erhalt der maritimen Wirtschaft hätte organisiert werden können. Erst recht mit so viel Geld, wie jetzt im Land und Bund in die Hand genommen wird. Ich mache Land und Bund zum Vorwurf, dass man den WSF dafür genutzt hat. Der war als Übergang gedacht für Firmen, die unverschuldet in Not geraten sind durch Corona und die danach ein wirtschaftliches Modell haben, was auch zieht und was auch tragfähig ist. Und das ist bei MV Werften zurzeit nicht der Fall. Genau, die Abkürzung müssen Sie uns noch mal kurz erklären. WSF ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes. Geld, was wir zusammen beschlossen haben, um die Wirtschaft zu stützen, damit sie durch diese schwierige Corona-Zeit kommt. Ja. Anderes Thema, Sie sprachen es bereits an, sind natürlich die Kraftanstrengungen, die wir in der Klimapolitik natürlich unternehmen müssen, natürlich aber auch in der Umsetzung nachher. Das heißt Mobilität natürlich auch, Energieerzeugung, all das sind riesige Baustellen. Wie wollen Sie sozusagen auch das Land unterstützen bei einer solchen Umgestaltung? Zuerst mal müssen wir nicht das Land unterstützen, sondern die Menschen und die Wirtschaft müssen wir unterstützen. Denn das Land, die paar Gebäude, die das Land vielleicht selber hat und die paar Autos, die sind ja nicht interessant. Interessant sind die Mobilität, die die Bürger zum größten Teil haben, die Unternehmen, die Gebäude, in denen die Bürger wohnen, die auch zum größten Teil den Bürgern gehören. Deshalb ist es. Meinte ich natürlich auch ein Pass pro Toto, also nicht die Landespolitik irgendwie, sondern natürlich die Menschen, die hier im Land wohnen. Erstmal, wir brauchen zielgerichtete Mittel. Das ist ja auch gerade ein Urteil gewesen, wo klar gesagt wurde, eure Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, die sind auf die nächste Generation abgewälzt und nicht zielgerichtet. Wir als Liberale haben das einzige Modell, was zielgerichtet ist. Wir wollen alle Emissionen, das heißt jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, in einen Topf packen und den Deckel des Topfes immer weiter absenken, das heißt weniger Zertifikate haben, bis wir 2050 bzw. 2045, wenn es europäisch geeint ist, auf Null sind. Das ist das einzige Mittel, wie zielgerichtet funktioniert. Bis jetzt ist alles andere, nämlich einen Preis für sich für CO2 auszudenken, nur Hoffnung. Hoffnung, dass die Menschen sich anders verhalten, ist der falsche Weg. Deshalb glauben wir, Zertifikatehandel, das Geld aus den Zertifikatehandel den Menschen zurückgeben für Investitionen, ist der richtigere Weg. Und dann geht es darum, wir brauchen Forschung, Innovation und die müssen wir vorantreiben. Und das sind unterschiedliche Maßnahmen. Auf Gebäudeebene braucht es einen Blick, der nicht nur von der Heizung bis zum Schornstein geht, sondern ein Gebäude hat einen Lebenszyklus. Was kostet der Aufbau eines Gebäudes? Wie lange hält ein Gebäude? Was kostet der Abriss an CO2? Das muss man gesamt betrachten. Und viel zu oft, auch in der Mobilität, gucken wir vom Tank bis zum Auspuff. Wenn wir auf Wissenschaft hören, dort wird ja nicht nur schwarz gemalt, sondern dort werden ja auch Szenarien beschrieben, dass wir uns gar nicht mehr diese Zeit lassen können, die Sie jetzt gerade beschreiben. Dass wir gar nicht mehr bis 2045, bis 2050 Zeit haben, sondern wir müssen jetzt handeln. In den nächsten 5 bis 10 Jahren muss wirklich was erreicht werden. Und zum Beispiel Tempo 130 auf Autobahnen, zum Beispiel die Umrüstung der Flotte. Was sagen Sie dazu als FDP-Politiker? Ist schon mal der falsche Ansatz. Also das sehe ich ja jetzt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man an das Problem herangehen kann. Die eine Möglichkeit ist Verzicht, Verzicht auf Wohlstand, Verzicht auf eigene liebgewonnene Sachen, auf die Geschwindigkeit der Autobahn und andere. Das ist aber doch kein Modell, mit dem wir, selbst wenn wir erfolgreich damit wären, in die Welt hinausgehen können und sagen können, nehmt euch ein Beispiel. Deutschland hat nur einen sehr kleinen Anteil an der Welt. Es gibt einen anderen Weg, nämlich einen, der sagt, der Umbau hin zu erneuerbaren Energien, das ist das größte Geschäft der nächsten 100 Jahre. Davon können Arbeitsplätze geschaffen werden, damit können neue Unternehmen entstehen, neue Wirtschaftszweige entstehen. Und was können wir denn in Deutschland? Tüfteln, erfinden, geniale Maschinen bauen in die Welt verkaufen. Und wer sich es noch nicht leisten kann, dem verkaufen wir die Finanzierung hinterher. Das ist der richtige Weg. Übrigens mit dem Zertifikatehandel, den ich beschrieben habe, wären die Kohlekraftwerke viel früher abgeschaltet worden, weil es der günstigste und schnellste Weg ist, CO2 einzusparen. Und das ist ja die Wirkung des Marktes. Markt wirkt, wenn ich Zertifikate rausnehme, da zuerst, wo es am günstigsten und am schnellsten geht. Bei uns wären die Kohlekraftwerke viel früher abgeschaltet worden. Diesen Zeitverlust, den hat jetzt eine Regierung zu verantworten, die
glaubt, den richtigen Preis gewürfelt zu haben am Kabinettstisch, der dann ausreicht, um den Leuten ein Handeln vorzuschreiben, nämlich, oh, ich fahre weniger Auto oder heize weniger, machen sie aber nicht. Das heißt, unser Modell ist zielgerichtet, schnell und treibt Forschung und Entwicklung voran. Und das ist die Garantie, dass in Deutschland später die afrikanischen Staaten kommen und sagen, geiles Geschäft haben die gemacht, genial haben die sich entwickelt und nicht, die haben verzichtet. Welches afrikanische Land soll denn auf Wohlstand verzichten? Die haben gar keinen Wohlstand. Das wäre meine Frage jetzt gewesen. Und zwar, die FDP hat immer außenpolitisches Talent, Kompetenz gehabt auch. Es stehen große Namen dafür, wie zum Beispiel Genscher und so weiter. Wenn sie an einer zukünftigen Bundesregierung auch sich beteiligen, was heißt das natürlich, diese Verantwortung natürlich auch zum Beispiel für Klimapolitik natürlich auch weltweit auszuspielen? Also diese Kompetenz haben wir nicht nur gehabt, die haben wir nach wie vor. Alexander Graf Lambsdorff nenne ich jetzt als aktuelles Beispiel in unseren Reihen. Die Kompetenz ist weiter da und ich habe versucht, es gerade zu beschreiben. Wenn wir es schaffen, Technologien zu entwickeln, die dezentral nutzbar sind. Ich meinte Kompetenz in Regierungsverantwortung. Ja, die werden wir jetzt unter Beweis stellen beim nächsten Mal. Wenn wir es schaffen, Technologien zu entwickeln, die dezentral nutzbar sind, an Orten der Welt, wo es nicht so industriell zugeht wie bei uns, dann haben wir das Richtige erreicht. Stellen Sie sich vor, wir haben Energieerzeugung, die auch in Afrika überall funktioniert, weil sie es aus eigenen Mitteln herstellen können. Wenn wir sowas entwickeln und verkaufen, helfen wir den Staaten in der Welt, die noch ihren Energiehunger stillen müssen, anders als wir, und tun was für den Klimaschutz. Denn eins ist Fakt, der Welt ist völlig egal, wo die Tonne CO2 ausgestoßen wird. Wir müssen also global handeln und nicht nur national. Nochmal ganz klar auf den Punkt gebracht, wenn wir, ich habe schon angesprochen, in 4 Jahren vielleicht wieder hier auf dem neuen Markt in Rostock stehen und über Bundespolitik für Mecklenburg-Vorpommern sprechen. Woran können wir sie dann messen? Was ganz konkret können wir dann anfragen? Was möchten Sie erreicht haben? Also ich möchte erst mal erreicht haben, dass wir eine realistische Politik machen. Nehmen wir die Mobilitätswende. Bei uns ist der ÖPNV der Individualverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Also will ich nicht darüber diskutieren, dass wir den Individualverkehr, also das eigene Auto für die Leute in Mecklenburg-Vorpommern, abschaffen, sondern ich will mich in Berlin darum kümmern, dass im Tank etwas drin ist, was CO2-neutral ist, nämlich zum Beispiel E-Fuels. Das kriege ich auch mit dem Verbrennungsmotor hin, denn ich kriege keinem verkauft, es funktioniert auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern, dass alle mit Bus und Bahn fahren. Das mag in Rostock noch funktionieren, wo wir gerade so schön auf dem neuen Markt stehen und die Straßenbahn hinter uns sehen. Wenn ich nach Dassow fahre, wenn ich nach irgendwo aufs Land fahre, vergessen Sie, es funktioniert es nicht. Deshalb brauchen wir Lösungen, die auch realistisch sind und die Menschen mitnehmen. Daran messen Sie mich bitte. Nochmal zum Abschluss geben wir nochmal unseren Gesprächspartnern die Möglichkeit, eine Botschaft direkt in die Kamera an die Zuschauer zu senden. Warum sollte man Hagen Reinhold wählen? Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich schon mal und übergebe das Wort an Hagen Reinhold. Wenn Sie wollen, dass die Freien Demokraten im Bundestag Wirkung zeigen, wenn Sie wollen, dass wir für Bürokratieabbau stehen, wenn wir Ihr Individuum dazu befähigen wollen, dieses Land voranzubringen. Wenn Sie selber merken, dass Sie was wollen, aber nicht erreichen können, weil zu viele Fesseln um Ihre Beine gelegt sind, zu viele Steine im Weg, dann braucht es einen, der die beiseite räumt. Das können die Freien Demokraten für Sie erreichen. Mit guter Bildung, mit Bürokratieabbau, mit einer starken Wirtschaft und mehr Geld für den Einzelnen im Portemonnaie. Deshalb wählen Sie die FDP.